So, Freunde der gepflegten Unterhaltung, weiter geht's hier auf Network Track mit der Best Current Operational Practice Session. Dieses Mal präsentiert aufgrund der Schwere der Thematik sitzend vom Sofa. Von Maximilian Wilhelm, die beiden kennt ihr schon, Networker, Open Source Hacker, tagsüber Infrastrukturarchitekt an der Universität Paderborn. Nachts frickelt er an Freifunk rum und dazwischen kann man ihn als Network-Architekt mieten. Falk Stern, Full-Stack-Infrastructure-Ingenieur bei der Profi AG, IPv6-Fanboy und auch mietbar. Der Herr hat schon das passende Equipment dabei. Willkommen und viel Spaß zu 45 Minutes of Networkers Hate. Oder auch qualifiziertes Rumnörgeln. Genau. Das wäre der Moment, die Getränke auszupacken. Und wir erzählen jetzt so ein bisschen was zu Do's and Don'ts. Wer wir sind, hat Ralina ja schon gesagt. Und das erste Do, nachdem wir ein Getränk haben, danke Falk, ist... dokumentiert euren Scheiß. Das Foto ist übrigens nicht neu, das ist von 1969 von Woodstock. Also Kabelsalat hat eine lange Tradition. Doch, das geht deutlich anders. Man kann sich, ja, man kann das Zeug flechten. Man kann aber auch einfach mit ganz viel Velcro irgendwie mal hübsche 90-Grad-Winkel einziehen, das Zeug sinnvoll verlegen. Das ist halt immer so ein Problem. Das muss jetzt mal eben schnell passieren, dann wird das Kabel von links nach rechts quer übers Reck gespannt und vergessen und nicht gelabelt und nicht dokumentiert und gar nichts. Und dann kommt das nächste Kabel dazu, weil das muss ja auch mal schnell gehen. Und zwischendrin stellt man dann fest, dass man den Server, der da in der Mitte ist, eigentlich mal ausbauen wollte. Jetzt aber nicht mehr kann, weil die beiden Kabel nicht mehr gezogen werden können, weil sonst alles abbrennt. Hast du gerade zweimal hintereinander mal eben schnell gesagt? Ja. Es ist alles immer mal eben schnell, weil 5 Minuten nachdenken kostet ja Zeit und Geld. Wo wir gleich bei den Do's sind, also labelt eure Kabel, dokumentiert eure Kabel, zieht sie anständig, lasst euch Zeit dafür. Da vorne war schon eine erste Frage. Wie dokumentiert ihr die Kabel? Das kommt auf der nächsten Slide. Genau. Bitte? Das kommt auf der nächsten Slide nach der nächsten Maus. Okay, genau. Da gibt es nämlich Tools für. Dann gibt es auch eine Menge Open-Source-Tools für. Es gibt kommerzielle, sehr teure Tools dafür. Die Open-Source-Tools reichen aber üblicherweise, ich sag mal, im normalen Rahmen aus, wenn man jetzt nicht gerade Gebäudeleittechnik und irgendwie mehrere Gebäude damit irgendwie dokumentieren muss. Das ist mal eine Slide weiter. Die Tools, die man da oben sieht, sind so Sachen wie Netbox, Racktables. Nehmt Visio oder Excel, nehmt irgendwas, aber schreibt eure IP-Adressen auf, schreibt eure Kabelwege auf, welche Ports von wo nach wo gepatcht sind und knallt nicht immer alles einfach so in den Schrank und das 5-Meter-Kabel für 10 cm Patchweg ist auch die falsche Lösung. Noch ein bisschen erklärbar zu den Tools. Netbox ist, glaube ich, der jüngste Stern am Himmel. Das ist ein DKIM, sprich Data Center Information Management, in Kombination mit einem IPAM, sprich IP Address Management. Das ist ein Django-basiertes Ding-Dong von DigitalOcean, einem großen Hoster in Frankreich. USA. USA. Die haben das open-sourced, sind so halb brauchbar für Ideen von außen. Die haben eine sehr starke Meinung. Ich glaube, es steht ein Fork davon in der näheren Zukunft. Ja, es gibt so ein paar Leute, die sind nicht mit allem zufrieden. Ich persönlich finde gerade, dass das unter den Open-Source-Versionen ist das, was am wenigsten wehtut. Da kann ich meine Hardware drin dokumentieren, ich kann Typen anlegen, kann also einen Preset bauen, zum Beispiel die Juniper-Kiste, die da liegt, die hat 12 Ports, die sind so und so intern verbaut. Und wenn ich mir das Gerät dann als wirkliches Gerät anlege, klicke ich, das ist ein Juniper EX2200C, buff, hab schon mal die ganzen Ports da drin, muss das nicht nochmal machen, das müsste ich in Racktables bei jedem Gerät, was ich anlege, neu einpflegen. Das heißt, das nimmt mir ein Netbox ab, kann auf die Interfaces direkt IPs nageln.
kann Interfaces verbinden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, wenn wir uns das Board da angucken, das habe ich in einem Netbox dokumentiert, da die URL können wir da nachher mal reinwerfen zum Nachgucken. Das heißt, die Interfaces sind verschaltet im Netbox. Ich kann mich da also durchklicken von einem Routerchen zum nächsten, weiß, was sind meine physikalischen Links. Das Einzige, was es noch nicht kann, das ist, glaube ich, Issue Nummer 20. Mittlerweile sind die Issues 3 oder sogar 4-stellig. Ist also schon ein längeres Problem. Was es nicht kann, sind Patch-Panel-Back-to-Back-Verbindungen. Das heißt, ich kann mir ein Patch-Panel bauen, kann da Ports reintun und kann da was patchen, aber hinten raus kann es nicht. Das einzige Tool, was das kann, was ich kenne, ist FNT Command. Aber da trägt man Schubkarren voll Geld dahin, regelmäßig. Das kommt aus dem Telco-Bereich, das nutzen wir in der Uni. Da irgendwo sitzt der Mensch, der da Jahre seines Lebens reingesteckt hat. Das funktioniert für uns total super. Ich wiederhole mal, 5 Jahre seines Lebens für, in Summe haben wir jetzt 35.000 Ports aroundabout, inklusive Glasverkabelung, also ich zähle jetzt gerade Access-Ports, die ganze Infrastruktur ist da nicht so mit drin, plus Glas-Patch-Panels, plus diverse Trassen, plus jede verdammte Dose in irgendeiner Wand, die eine eindeutige Nummerierung hat, also das ist auch schick, macht euch Gedanken um Nummerierung, zum Beispiel pop.schrank.höheneinheit oder sowas. Punkt dann Dose, was ein schickes Schema ist. Das haben wir bei uns genutzt. Das hat der gute Kollege sich ausgedacht. Ich wiederhole, er hat 18.000 Ports mit Handschlag begrüßt. Also er hat Woodstock vorgefunden und gemacht, dass es dokumentiert ist. Und wenn heute irgendwas nicht dokumentiertes vorgefunden wird, bitte eine Runde Applaus. Ja. Das ist eine scheiß Arbeit und ich hätte keinen Bock, das zu tun. Ich verstehe, wenn ihr keinen Bock habt, das zu tun. Aber wenn ihr sowas vorfindet, dann müsst ihr da einmal durch. Und das sollte man eigentlich auch nur einmal machen und nicht irgendwie das Ganze einmal anfangen, 2 Jahre verwildern lassen und dann nochmal wegreißen und neu machen. Ja, eine wichtige Sache noch. Oh, ah. Gleich. Also nachdem man jahrelang Arbeit investiert hat, um auf Woodstock eben was Ordentliches zu machen, der nächste Schritt wäre Schlüssel einsammeln. Von Netzwerkstandorten. Weil es gibt so selbsternannte Administratoren, Laboringenieure und ähnliche, die sind kreativ. Und die technische Schlacht war die eine und die politische war die andere. Um die Schlüssel einzusammeln. Aber ohne dem wird es langfristig nicht funktionieren. Einfach Erfahrungswerte. Genau, man sollte also mal so 1 oder 2 Verantwortliche haben, die patchen oder die zumindest Patch-Anweisungen schreiben, damit man nachher weiß, was, wer wie wo gepatcht ist und nicht 27 Leute, die Kabel verlegen. Das führt meist zu wildem Verhau. Gerade eben hieß es, Admins sind kreativ. Ich kenne es so, Businessleute sind kreativ. Sie sehen nicht den Geldwert dahinter. Der Geldwert kommt spätestens dann, wenn alles abbrennt oder wenn man mal Dinge ändern muss, die plötzlich lange brauchen. Du kannst ja mal den Erbsenzähler fragen, wie oft er seinen Rasen mäht oder ob er seinen Rasen überhaupt gießt, wenn er braun ist. Oder warum er das nicht nur irgendwie alle 6 Monate tut, weil das ja sonst zu viel Zeit verschwendet. Und wie er das finden würde, wenn das auf dem Golfplatz nicht passiert. Zu der Kreativität der Businessleute, diese Schlacht musste ich auch schlagen, aber die war eigentlich ganz einfache. Ich hatte mir eine Excel-Tabelle gebaut, also quasi so eine Stempeluhr. Und nach jedem Anruf kannst du mir bitte da und da mein Netzwerkport freimachen. Sobald ich meinen Hintern vom Stuhl gehoben habe, habe ich einen Knopf gedrückt, da stand geht. Und nachdem ich dann irgendwann mal vor Ort war, um festzustellen, der Port ist ja schon längst gepatcht, und kam wieder ins Büro und nachdem ich mich hingesetzt habe, habe ich den Knopf kommt gedrückt. Und das hatte ich irgendwie 3 Monate gemacht. Und am Ende kam eine Zahl von 3 Personentagen, reine Zeit zwischen Hintern vom Stuhl und Hintern wieder auf den Stuhl. Also reine sportliche Betätigung. Und damit bin ich an die Geldgeber und Entscheidungsträger gegangen und habe gesagt, jetzt habt ihr zu entscheiden, entweder mache ich hier Sport, um Patches zu machen, oder ich werde mal nachher irgendwie mich um andere Sachen kümmern, wenn ich nicht laufen muss. Nachdem wir das alles in eine Dose reingebracht haben, also ins System, diese Dokumentation,
wurden von 3 Personentagen pro Woche wurden dann irgendwie 2 Personenstunden pro Monat. Und das ist eine Rechnung, das wird jeder Businessmensch, denke ich mal, damit was anzufangen wissen. Das ist total cool, ne? Die Leute machen unseren Talk. Das Ganze wird dann natürlich nochmal einen Schlag teurer, wenn man einen Dienstleister hat, den man dafür losschicken muss. Also man hat RZ-Betrieb, ja, dann ruft man da an, zieh bitte mal ein Kabel von Port A nach Port B und Patchpanel A, Patchpanel B. Und dann haben wir einfach mal ausgerechnet, was kostet das eigentlich, wenn das falsch dokumentiert ist. Jedes Kabel 50 Euro. Jedes einzelne Kabel. Und dann kann man sich das ja mal relativ schnell ausrechnen. Guckt man in die Tickets durch, wie viele Umbauten hat man gehabt. Und wenn man dann eine Fehlerquote von 50% hat, die ja relativ wahrscheinlich ist, wenn man schlecht dokumentiert hat. Ja, wenn man so 10 Jahre vor sich hingewuselt hat, dann passiert das schon mal. Dann sieht das so aus wie Woodstock. Also wirtschaftlich ist das relativ schnell geklärt, gar keine Frage. Aber das Problem, was du natürlich hast, ist das Denken in den Köpfen von den Leuten, die es gemacht haben. Ja, und dann brauchst du natürlich deine Geschäftsleitung, die da vorlebt, mitmacht und schiebt. Sonst wird das ziemlich schwer. Hast du gerade sehr gut umschrieben, das haben wir schon immer so gemacht, gesagt? Ja, ja. Aber wir sind ja alle so. Ja, aber da ist dann auch der Punkt, da muss man sich mal auch tatsächlich an die eigene Nase fassen und den inneren Schweinehund mal überwinden und zu sagen, nein, ich ziehe das Kabel jetzt nicht zu, ich dokumentiere den Scheiß, ich brauche jetzt 5 Minuten länger. Dafür, wenn ich es nicht anständig mache, kriege ich von den Kollegen auf den Deckel. Jupp. Jupp. Und ich dokumentiere das erst und dann gehe ich bauen. Dann habe ich nämlich auch gleich einen Zettel, wo drauf steht. Ja, oder ich lasse bauen. Gut, die Hipster da hinten lassen bauen. Das ist auch in Ordnung. Wir gehen gleich zur nächsten Folie. Eine Bemerkung noch zu diesem, ich mache erst und dokumentiere dann. Das funktioniert nie. Aber irgendwann mal sitze ich, wenn man das Ganze im System hat, irgendwann mal sitze ich in den Köpfen so dieser Gedanke, die Dokumentation ist ja ein Abfall der Prozesse nachher. Das heißt, die Leute sind ja per se faul. Die gehen jetzt nicht los. Die gucken irgendwann mal, kommt mal der Break-Even, wo die dann im System gucken, ist es denn schon? Und wenn nicht, dann machen sie es erst und dann nehmen dann Kabel und laufen. Ja, das dauert, bis das in den Köpfen ist, aber das ist relativ schmerzfrei. Und das unterstützen tatsächlich Tools, bei uns jetzt FNT Command in der Uni oder Netbox zum Beispiel, wo ich sagen kann, klick, klick, mach das bitte. Bei FNT kann ich mir eine ganze Planung machen, den Server da rein, Netzwerkkarte da rein, SFP da rein, Kabel da rein. Bei Netbox kann ich sagen, dieser Link ist geplant und kann dann sagen, klick, den gibt's jetzt. Gut, mach doch mal eine Folie weiter, sonst sitzen wir hier morgen. Katsching. Habt Infrastruktur. Das fängt an bei, ich glaube, bei ich habe bei einem Log-Server angefangen, den haben die wenigsten. Egal, wo ich hinkomme, ja, wo sind denn eure Logs hier auf den Geräten? So, nächster Punkt, sie haben alle Log-Files auf den Geräten. Jedes Gerät hat eine andere Uhrzeit. Oder eine andere Zeitzone, oder mal UTC, mal Europe Amsterdam, mal Europe Berlin, mal Sommerzeit, mal nicht aktiviert. Das ist auch so ein Punkt. Gebt den Geräten irgendwie einen NTP-Server. Habt am besten 2 NTP-Server, falls mal einer umkippt. Oder ist ein Bug in der Firmware des DCF-Empfängers gibt mit der neuen Version der Software. Und lasst die Kisten einfach alle auf UTC laufen. Ihr habt keinen Stress mit Sommer- und Winterzeit, da verschwinden nicht plötzlich irgendwie Stunden oder Dinge tauchen doppelt auf, weil hurra, die Zeit läuft plötzlich rückwärts. Deswegen hat SAP auch immer im Winter so eine Stunde Pause. Das hast du dir jetzt ausgedacht, oder? Nein. Ja, im Sommer ist ja egal, weil da gibt es ja die Stunde von 2 bis 3 nicht. Und im Winter wird tatsächlich so um 2, ja, wir fahren das SAP dann die Nacht über runter. Und machen es dann morgens wieder an, weil Zeitzonen, wozu, warum, wir brauchen das. Ist ja nicht Software, die Software wird ja nicht von multinationalen Konzernen eingesetzt, die möglicherweise mehr wie einen Standort haben. Aber ich schweife ab.
wo waren wir? Logging, genau. Logging ist sinnlos ohne sinnvolle Zeit. Monitort euren Scheiß. Ernsthaft. Weil ich weiß sonst nicht, was kaputt ist. Oder ob es kaputt ist. Weil ja, irgendwas geht nicht. Ja, was denn? Wie viele Switche sind da in Kaskade gesteckt? Oder welcher Server ist ja jetzt gerade abgeraucht? Oder die gute alte, was passiert dann, Maschine? Was passiert, wenn ich diesen Server ausschalte? Meinten Sie Kunden-based Monitoring? Genau. Wer steht da mit Fackeln und Mistgabeln auf der Matte? Oder warum klingelt mein Telefon nicht? Das Schöne an VoIP ist übrigens, wenn das Netzwerk kaputt ist, kann keiner anrufen, weil das Netzwerk kaputt ist. Genau. Mhm, genau. Im Zweifel monitort das Monitoring-System. Wenn ihr wirklich von den ganzen Netzen und Diensten abhängig seid, stellt euch einen verdammten zweiten Isinga-Server dahin, der guckt, ob der andere lebt. In einem anderen Netzbereich, vielleicht in einem anderen RZ, also nicht im Einflussbereich derselben Putzfrau oder derselben Sicherung oder derselben Elektrikers. Und am besten noch in einem zweiten Brandabschnitt. Ja, zweiter Brandabschnitt. Oder mietet euch eine VM bei Hetzner. Hm? Raus. Also ein Pro-Tipp wäre noch, baut die Monitoring-Config automatisch. Ja. Vergesst ihr auch nicht, Dinge zu monitoren. Wenn die Sachen erst in Netbox stehen und man dann die Config fürs Monitoring automatisch daraus zieht, dann wird doch alles gemonitort tatsächlich. Ich würde noch ein bisschen weitergehen als der Kollege, aber das ist das, was er eigentlich meinte. Baut die verdammte Konfiguration eurer Geräte aus dem Netbox oder aus eurem Dokumentation sonst was System. Und zwar komplett. Das gibt's als gibt's nach der nächsten Maus, da erzähle ich ein bisschen was zu SDN. Genau, kommen wir noch dazu. Wenn ihr nicht automatisch konfiguriert, habt wenigstens Configuration Backups. Weil wenn der Switch stirbt, wer kriegt denn die Config wieder hin? Wer weiß denn, welche VLANs auf welchem Port waren? Keiner. So, im Zweifelsfall ist es auch nur so ein lustiger Cluster, loser Clusterverbund. Wie war denn jetzt die PIP-Adresse von dem Ding? Das kann ich mir dann irgendwie vielleicht nochmal so ein bisschen rausmarmeln, aber dann sitze ich da im Zweifelsfall 3 Stunden. Was ich will, ist irgendwie Switch kaputt, den will ich aus dem Rack nehmen, ich will den neuen da reinschmeißen, serielles Kabel dran, Config drauf, Ports rein, fertig. Das kostet mich im Zweifelsfall 1/2 Stunde, irgendwie das Zeug irgendwie aus den letzten Hirnresten wieder zu rekonstruieren. Morgens um 3 habe ich keine Lust drauf. Genau, das weiß der Kollege, der vor 2 Jahren gegangen ist. Ja. Zum Thema Monitoring, Isinga 2 ist relativ schick. Also Leute, die Nagios 3 oder Isinga 1 kennen, sollten sich auf jeden Fall mal Isinga 2 angucken. Der Name Isinga 2 ist eigentlich total irreführend, weil es eine komplette Reimplementation ist. Die Idee ist ähnlich, es konfiguriert sich total anders und kann jetzt Vererbung und Dinge und Sachen, das ist total schick. Ich kann da Services definieren und diese Sachen applyen. Ja, der Hipster da hinten schüttelt mit dem Kopf, der findet Isinga doof, der findet Prometheus ist toll. Von mir aus auch das, aber habt irgendwas davon. Und vor allen Dingen, Isinga kann ich mit einer Web-Oberfläche versehen, dass die Kollegen auch Monitorings zusammenklicken können. Auch das geht. Der Isinga-Direktor ist mittlerweile weit genug. Genau. So, was haben wir noch? Woran können wir noch rumnörgeln? Automatisierung, Config-Backup haben wir schon genörgelt. DNS. Pflegt euer DNS. Bitte, bitte, bitte. Am besten automatisch. Ja, ich habe die Daten doch eh im Netbox stehen. Dieses Interface hat diese IP. So. Der Moderator hat einen Einwand. Mit Ansible kann ich jetzt auch endlich eine ETC-Host überall verteilen. Ich brauche kein DNS. Du stehst schon in der Tür. Ja, am besten DNS vorwärts hier rückwärts pflegen. Euer Microsoft Active Directory macht das für die Windowsen automatisch. Ihr müsst jetzt noch die Unix-Kisten da irgendwie reinklöppeln. Und das geht aber auch mit DNS-Updates relativ trivial. Genau. Ja. Nächstes Slide. Automatisiert. Ihr wollt alles, was ihr mehr wie 2-mal von Hand macht, wollt ihr automatisieren. Weil da macht ihr es nämlich nicht mehr verkehrt. Und alles, was ihr von Hand machen müsst, ist im Zweifelfall fehlerbehaftet. Es gibt da so ein Buch, ich glaube, wie heißt das? Ich glaube, ein SRE, wie heißt das Google-Buch? Nur SRE?
Das neue ist, glaube ich, das SRE Cookbook. Das alte heißt, glaube ich, nur SRE Site Reliability Engineering. Da gibt's ein Kapitel zu Toil. Alles, was man per Hand machen muss und mehrfach machen muss, muss man automatisieren, sonst wird das irgendwann in die Hose gehen. Da gibt's auch einen schönen XKCD zu, wann es sich lohnt, Sachen zu automatisieren und wie lange sie brauchen. Das wächst irgendwie relativ exponentiell. Also wenn ich alle halbe Jahr mal was für eine halbe Stunde tue, lohnt es sich nicht, da 5 Stunden Automatisierung reinzustecken. Aber üblicherweise sollte ich Dinge, die ich täglich mache, an denen ich täglich eine halbe Stunde verbrenne, da sollte ich mal 2 Tage reinstecken, um den Scheiß durchzuautomatisieren und danach Ruhe zu haben. Genau. Die üblichen Verdächtigen wären, wie das gerade angesprochene Ansible, ein Einwand. Ja, nicht nur, wie häufig du das machst, sondern wie wichtig die Maschine ist, die daraus fallen soll. Also wenn ich einfach eine Core-Maschine habe, die ich für meine Services brauche und ich habe alles abgebrannt, dann möchte ich einen Automaten haben, der die Kiste in einer halben Stunde wieder da stehen hat, samt Restore. Ja, ich möchte die aus der Tüte haben. Ja, damit ich nicht drüber nachdenken muss nachts um 3. Das ist genau der Punkt. Es gibt auch immer lustige Gesichter von irgendwelchen Wirtschaftsprüfern, wenn man sagt, nee, Backup haben wir nicht, wir haben das automatisiert, die Kisten fallen da so raus. Das Einzige, was wir sichern, sind die Datenbanken. Ich muss jetzt gerade an den Kunden denken mit dem Solaris 8 Server, auf dem ein Samba 2.keks RC Blups liegt, der mit einem mit einem Active Directory, mit einem, was war das denn doch, Domain Controller 2008 nicht mehr läuft, weil das dann Segfaults in der Kerberos Implementation gibt. Und diese Maschine ist leider so wichtig, man kann das Samba nicht updaten. Wir schweifen ab. Genau, aber trotzdem, regelmäßige Updates sind auch wichtig. Genau, wir waren gerade bei Automatisierung. Also die üblichen Verdächtigen sind da aufgezählt. Ansible wurde gerade schon benannt. Das wäre so One-Shot-Python-Lösung. Ich schreibe mir, ich glaube, Playbooks ist das Buzzword. Mhm. Rolle damit Dinge aus. Was haben wir da noch? Salt, das wäre jetzt mein Favorit. Das ist üblicherweise nicht agentless. Da habe ich einen Agent laufen. Das heißt, ich habe einen zentralen Master, der kann auch irgendwie diverse Events und Sachen und Dinge und tun und kann auch VMs anlegen, im Zweifel auch in AWS oder so. Da kann man sehr viel Magie machen, muss man aber erstmal gar nicht. Sieht auch nicht viel anders aus als Ansible. Das heißt, ich kann von Ansible relativ schnell nach Salt migrieren. Ist alles irgendwie YAML, alles irgendwie ähnlich. Alles Python. Alles Python. Nee, mal eben schnell geht es nicht, wenn das Ansible ein bisschen größer ist, aber so für kleinere Sachen, wenn ich dann merke, okay, jetzt reicht's mit meinem, jetzt komme ich mit meinem Ansible nicht mehr weiter mit meinen irgendwie 3, 4, 5 Rollen und 2, 3 Playbooks, kann ich das Ganze auch relativ easy mit geringem Aufwand in Salt nachbauen. Noch ein Spoiler zu Salt, erzähle ich im nächsten Slot noch was. Chef haben wir noch, das wäre mehr so Webscale, Vulgo, ich bin ein Facebook. Naja, Puppet, man sagte mal, Ansible nutzt man heutzutage, um Puppet zu deinstallieren. Der Vollständigkeit halber steht es hier noch mit drauf. Und da gibt es geteilte Meinungen. Hast du noch was zur Automatisierung anzufügen? Nö, eigentlich nicht. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir erzählen jetzt, warum Layer 2 scheiße ist. Ja, fangen wir oben an. Benutzt keine Baumarkt-Switche. Echt nicht. Also irgendwie so dieses kleine Netgear-Geraffel ist irgendwie ganz, ganz toll für zu Hause, wenn ich irgendwie die Xbox und den DSL-Router zusammenhäkeln möchte. Das Zeug hat im Small Office nichts zu suchen. Weil ich habe irgendwie meine Wandwarze, die irgendwann wegbrennt. China-Netzteile. Die großen brennen auch ab, aber deutlich spektakulärer. Ist das der Moment, um Cisco Fax-Netzteile dazu zu bezahlen? Nein. Gut. Ja, also gemanagtes Zeug, das kann ich besser monitoren. Ich kann gucken, ob Ports rumspacken. Ich kann im Zweifelsfall das Gäste-WLAN mit einem eigenen VLAN isolieren, etc. pp. So Dinge, die man eigentlich machen will. Das würde ich übrigens auf Netgear-Switches nicht machen, weil das Management-Net immer untagged auf jedem Port rauskommt. Ja, danke. Das Baumarkt-Switche. War das nicht so, dass die Xbox auch V6 macht und Netgear so mit Multicast? Also ich glaube, auch dafür sind die nicht geeignet. Baumarkt-Switche. Zu Hause.
Also ich könnte ja auch gerne 2 Stunden über Netgear-Switche schimpfen, die Webinterfaces haben. Wenn man das Management-Netz auf einer anderen PVID taggt, dann den Zugang zum Management-Netz, zum Webinterface vergessen und dann gar nichts mehr geht und man überhaupt nicht mehr rankommt. Nee. Das kannst du so machen, aber dann brauche ich eine Risikoübernahme. Genau. Spanning Tree anschalten, immer, bitte. Es sei denn, ihr wisst wirklich, wirklich, wirklich genau, was ihr da tut. Wenn ihr euch unsicher seid, ob das die richtige Idee ist, war es die falsche Idee. Das hat so einigen Leuten schon den Hintern gerettet, weil da hat man einen Kollege ein Netzwerkkabel aus der Dose hängen lassen und die Putzfrau, wenn wir aufräumen, hat das Kabel genommen und in die Dose daneben gesteckt. Kann man machen, hat mich in einem etwas größeren Campusnetz 2 Tage und eine Nachtschicht gekostet. Ja, nee. Also ja, aufräumen grundsätzlich ja, beim Zweifelsfall lieber Kabel rausziehen, statt sie mit beiden Enden in Dosen zu stecken. Mhm. Versucht redundante Pfade zu nutzen, wo ihr könnt. Weil entweder kommt der große gelbe Bagger. Oder irgendein Handwerker meint, oh, können wir mal eben noch den Wanddurchbruch wegstemmen. Und dann war leider Gottes die Kabelführung durch. Er lacht nicht, du hast schon gesehen. Das glaube ich, das ist ja das Problem. deswegen auch managebare Switche, dann habt ihr nämlich Spanning Tree und keinen Paketbeschleuniger. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Hast du gerade dazu aufgefordert, Spanning Tree zu verwenden und damit redundante Pfade zu bauen? In normalen Netzen. Also in Tu es nicht. Office-Netzen. Es fällt um. Mitten in der Nacht, habe ich schon erlebt, Service-Provider hier in Bonn komplett tot, weil das Spanning-Tree sich auf einem Baumarkt-Switch eben auf den Rücken gelegt hat. Ich hoffe, das Spanning-Tree eben kein Tree mehr war, sondern eben eine Loop. Ja, ja. Also ich hoffe, dass ein Service-Provider weiß, was er da tut. Das sind die Leute, die dann hoffentlich den Spannebaum entsprechend abschalten sollten. Aber ich rede jetzt von diesem mittelständischen Büronetzwerk oder ich sag mal 1 bis 2 Rack-Data-Center, das man überall irgendwo rumstehen hat. Ja, wenn ich es nicht benutze, fliegt es mir auch um die Ohren. Also. Ja. Sollen wir da noch stehen? Oder wollten wir noch meckern? Benutzt redundante Pfade, aber das hast du ja gerade schon gesagt, wegen des Baggers. Und habt ein Gerät da rumliegen. Genau. Zum Beispiel dieser 3750 da, der nachher auch nochmal auftaucht hier, weil ich da vorhin eine schicke Mail vom BSI gekriegt habe. Habt sowas im Schrank liegen, falls ein anderer kaputt geht. Gerade bei den 3750ern, wenn die lange am Strom waren und dann der Bagger kam und das Mittelspannungskabel getroffen hat und dann die USV explodiert und dann der Strom ausgeht, dann stirbt halt so ein Netzteil da drin. Da fällt selbst das Rentier um. Ja, was haben wir denn noch? Ja. Noch mehr Layer 2. Das sind jetzt so ein paar spezifische Dinge. Wenn ihr Cisco-Switche habt, macht VTP-Transparent-Mode an. Nichts ist schlimmer als irgendwie 27 VTP-Server im Netzwerk mit der gleichen Domäne, die da Cisco heißt. Dann nimmt man einen Switch raus, konfiguriert mal ein paar VLANs weg, noch ein paar VLANs dazu, hängt den wieder ins Netz und wundert sich, warum die VLANs überall weg sind. Du meinst das Kundennetz, wo ich vor ein paar Monaten war, mit 50 Switchen und 25 VTP-Server, war nicht gut? Nein. Warum? Ältere Cisco-Switche haben sowas, nennt sich Dynamic Trunking-Protokoll. Das sollte man auch ausmachen. Damit die Kisten halt nicht anfangen, so, oh, ich hab hier irgendwas, gib mir mal alle VLANs. Okay, hier, platsch. Ausmachen, Trunks nur da definieren, wo man sie unbedingt haben muss. Nicht, dass irgendwer sich einen alten Switch bei eBay schießt, den irgendwo im Büro anschließt und meint, so, ich habe jetzt hier erstmal alles, gib mal her und jetzt stecke ich mal lustig Dinge zusammen. Ist das noch Default bei Cisco? Ist das anders? Ja, das ist defaultmäßig nur an. Wenn ihr LACP benutzt, um redundante Pfade zu bauen, immer Active Mode benutzen. Man kann auch den Passive Mode benutzen, aber Active ist besser und vor allen Dingen kommen die Links dann auch hoch. Und sie bleiben auch oben, wenn irgendwas kaputt geht. Und das ist das Problem bei Ether Channel, wenn irgendwo was subtil kaputt geht,
Habt ihr im Zweifelsfall einen Paketblinker? Geht, geht nicht, geht nicht. Und da helfen dann so Sachen wie LACP schon durchaus weiter. Genau. Und jetzt, da wird der Hipster-Freund glücklich werden. Keine großen Layer-2-Netze, segmentiert. Route where you can, switch where you must. Je mehr man routen kann, desto besser. Mit für Layer 3 haben wir jetzt gestern diverse dynamische Routing-Protokolle vorgestellt. Die können redundante Pfade. Das heißt, ich habe keine Pfade abgeschaltet, ich habe alle aktiv. Und falls was umfällt, nehme ich halt einen anderen. Da habe ich jetzt die Spanning-Tree-Problematiken nicht. Da habe ich bisher noch nicht erlebt, dass da irgendwas explodiert ist. Es sei denn, man hat richtig, hat was subtil falsch konfiguriert. Da kullert irgendwas. Ja, Router's gonna route, only Jeff Bridges. Einmal musste ich sagen. Und ja, macht euch schlau mit dynamischen Routing-Protokollen. Gestern gab es 2 Vorträge dazu. Damit kann man schon relativ viele Blumentöpfe gewinnen. Mir ist vollkommen klar, dass das für klassische Office-Netze nicht funktioniert. Irgendwo brauche ich Switches. Für Servernetze könnte eine IP Fabric eine Lösung sein. Wenn ich irgendwo ein Greenfield-Setup habe, kann ich mir durchaus überlegen, auf dem Linux-Hobel einen BGP-Speaker zu installieren. Sei es Bird, sei es ein FRR, was auch immer euer Boot floatet. Dann kann ich mit 2 BGP-Sessions zu meinen Top-of-the-Rack-Switches bauen, habe eine redundante IP-Anbindung, spreche mit dem Server über seine Loopback-Adresse, fällt ein Link um, ist er halt weg, nehmen wir den anderen. Neue Clouds werden so gebaut. Ich weiß, dass manche Firmen ihr durchaus hochpotentes Netzwerk so aufsetzen, um möglichst viele redundante Pfade zu haben. Das funktioniert einfach, dafür sind die Protokolle gedacht. Hast du dem was hinzuzufügen? Nein. Wundervoll. Lernt Linux. Echt jetzt? Echt jetzt. Das Problem, das ihr bei den ganzen Windowsen meistens habt, ihr zahlt für alles Lizenzkosten. Ob es nur die Betriebssystemlizenz ist, ob es die Tool-Lizenz ist, Dinge funktionieren im Zweifelsfall nicht so, wie sie sollen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Netbox auf Windows aufsetzen möchte, ich weiß nicht, ob ich mir die Schmerzen geben wollen würde, einen Python und einen Webserver oder einen Apache unter Windows zu betreiben. Plus die Postgres-Datenbank. Plus die Postgres-Datenbank, das wird, glaube ich, eher hässlich. Ist auch nur ein Linux, das auf dem Windows läuft. Aber eine Docker ist auch nicht immer die Lösung. Nein. Und wie gesagt, fangt mit einem, keine Ahnung, fangt mit einem Ubuntu oder irgendwas an, euch das Zeug mal anzugucken. Oder nehmt ein CentOS, das ist zwar relativ abgehangen, aber funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn ihr mehrere Linux-Hobel habt, seht zu, dass ihr euch ein bisschen automatische Installationsstruktur baut, dass ihr so eine VM auf Knopfdruck bauen könnt. Sprich, ich lege mir irgendwo in meinem VM eine neue VM an, schalte sie an, dann dauert das irgendwie 10 Minuten und dann ist da irgendwie ein fertiges Linux drauf, das mich mit einem Login-Prompt anblinkt. Es hilft ungemein, gerade wenn man dann so Dinge wie, oh, ich muss mal eben schnell was aufsetzen. Ja, oder ich brauche mal gesagt. Natürlich, das ist Standard. Es ist immer mal eben schnell, weil irgendwer um die Ecke kommt und das gestern braucht, weil er vergessen hat, dir vor 3 Wochen Bescheid zu sagen. Ich weiß doch. So, deswegen will man das Zeug automatisieren. Und wenn ich das soweit automatisiert habe, dass ich meine VM in 10 Minuten aufgesetzt habe, mein Konfigurationsmanagement da einmal rüberrödeln lassen kann, dann habe ich innerhalb von einer Viertelstunde einen funktionierenden Webserver. Und dann kann ich dem Kollegen das ach so dringend benötigte WordPress für die Agentur da drauf werfen. Und die Kiste danach am besten anzünden. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein auf den Ball. Aber dann lernen die das nie, dass sie rechtzeitig Bescheid sagen müssen. Das tun sie sowieso nicht. Also egal, was du denen irgendwie zwischen die Füße werfst, sie würden höchstens nörgeln, dass die arme IT ineffizient, langsam ist und sie ständig behindert. Und so ausgesourced werden muss, weil ein, nein, die Namen nenne ich jetzt nicht, das besser könnte. Genau. So, und von daher irgendwie will man seine eigenen Schmerzen reduzieren und sich das Zeug so einfach wie möglich machen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel meine Automatisierung habe, dann habe ich bestimmt irgendwo schon mal einen Webserver deployed. Das kann ich mir einfach duplizieren, weil das habe ich ja schon. Und dann muss ich halt nur noch den Rest für die Applikation da irgendwie draufnageln und fertig. Genau. Nochmal zum Punkt zurück, auch wenn das hier der Network-Track ist. Linux wird immer stärker im Netzwerkbereich. Wir haben gestern schon erzählt, es gibt jetzt viele Open-Networking-Plattformen, die basieren alle auf Linux.
Das heißt, wenn ich mich damit beschäftigen muss, sollte ich wissen, was eine Shell ist, wie so ein großes Linux funktioniert. Die meisten sehen ja ziemlich ähnlich auf, bis auf gewisse Geschmacksunterschiede. Wie konfiguriere ich da Netzwerkinterfaces? Wie konfiguriere ich da Routingprotokolle, Quagga, FRR, Bird etc. pp. Und wie funktionieren die Dienste da drauf? Logging, Systemd, ja, jetzt haten sie etc. pp. Nö. Ich hate auch nicht mehr. Nee, eben. Wenn ich mir so ein VMware NSX angucke, dann ist das irgendwie ein Zoo von Linux-Appliances, die da rumwurschteln und irgendwie magische Dinge tun. Letztendlich steckt da auch nur irgendwie ein HA-Proxy mit ein bisschen Config-Management drunter und irgendwelche wilden Ex-Juniper-VMs, die sie da mal reingeklöppelt haben. Also von daher, Linux hilft. Ich kann mir auch mal eben einen BGP-Route-Server aufsetzen. Früher habe ich dafür üblicherweise eine olle Cisco 7200 irgendwo aus dem Regal gekramt, weil da irgendwie noch ausreichend Hauptspeicher reinpasste und die Kiste irgendwie für alles andere zu langsam war. Kann man mittlerweile bequem mit einem Bird oder FRR machen. Oder wenn ich ein Anycast-Setup aufsetze, das haben wir jetzt bisher leider nicht erzählt, dafür packe ich keine Zeit. Wenn ich zum Beispiel Dienste habe, die auf mehreren Servern erbracht werden, sei es ein LDAP, vielleicht ein Mail-Server oder sowas, oder DNS wäre das klassischste Beispiel, da tut es am wenigsten weh, habe ich eine Loopback-IP, die auf mehreren Servern konfiguriert ist, die announce ich per BGP zu meinen Routern und der sucht sich halt einen Pfad aus. Flow-based optimalerweise, dass eine Anfrage vom selben Client immer an dieselbe Kiste geschickt wird, solange sie lebt. Das haben wir in der Uni aufgesetzt für Kerberos, das auch UDP-basiert. Das heißt, es gibt zwei Route-Reflektoren in zwei VMs. Die Server sind sowieso VMs. Das sind alles Debian-Kisten und dahinter hängt ein Nexus-Spiel. Alles wunderbar miteinander. Speaking of Nexus. Oh ja. Versucht nicht auf Vendor-Features reinzufallen. Diverse Hersteller haben immer wieder tolle Ideen von tollen Produkten, die das Leben ganz, ganz einfach machen. Dann baut man das ein und zwei Tage später wird es abgekündigt. Und meinst dann, du Instant Access für Cisco 6000? Unter anderem. Gut, waren zwei Jahre aber. Ja, oder Fabric Pass, das auf den neuen 9300er Nexus nicht mehr läuft und sie gar nicht wissen, ob sie das überhaupt noch einbauen. Bitte was? Ja. Ne, solche Geschichten. Ich weiß nicht, wie das mit Flexlinks aussieht, ob die nicht mittlerweile auch wieder abgekündigt sind. Also es gibt da so ein paar Sachen, die das Leben eigentlich echt angenehm gemacht haben, die aber leider Gottes kein Standard geworden sind und die dann irgendwo auf der Versenkung verschwunden sind. Wenn man sein Netz darauf aufbaut und das Zeug halt doch mal in die Wicken geht, kriegt man nach 3 Jahren keinen Hersteller-Support mehr dafür, weil ja, nee, das haben wir ja abgekündigt und das machen wir ja nicht mehr. Kauft euch bitte neue Hardware und baut das Netz um. Deswegen sollte man von vornherein das eigentlich gleich sein lassen. Oder wie jetzt, um das Beispiel der Instant Access aufzugreifen, sprich, wann hat 6000er Switches, entweder solche Hobel, ich glaube, mit denen ist das supported, oder den ganz großen, kann da ein HE-Switches dranhängen, die quasi eine Remote-Line-Card sind, also eine Port-Erweiterung, die per Glas angeschlossen ist. Das war 2960, glaube ich, mit einer anderen Firmware, der Kollege nickt, für deutlich mehr Geld als ein 2960, dafür auch. Genau, dafür auch in Champagnerfarben angemalt und nicht in braun. Manche nennen das auch Gold, vielleicht ist deswegen so teuer. Das war eigentlich ein schickes Feature, es war nur scheißen teuer. Nach 2 Jahren haben sie es abgekündigt. Die Idee kam aus dem Datacenter-Bereich, aus den Faxen. Also Fabric Extender nennt sich das ähnliche Konzept beim Nexus-Bereich. Man kriegt jetzt als Besitzer dieser goldenen, teuren Switcher eine neue Firmware, die sie zu einem klassischen 2960 machen. Finde ich jetzt als Cisco-Kunde eher so mäßig cool. Gerüchte munkeln, dass derjenige, der das Zeug entwickelt hat, gekündigt hat. Oder und dieserjenige vorher irgendwo aus der Datacenter-Abteilung gewechselt ist. Also die Features sind wohl ähnlich. Intern heißt es wohl bei denen auch Fax, aber jetzt ist es halt weg. Wenn der Hersteller sagt, es ist überhaupt kein Problem, das Firmware-Update einzuspielen, die Redundanz bleibt erhalten und die Controller gehen nacheinander ins Reboot. Und du hast ihm geglaubt? Testen. Genau, ich nicht. Ich persönlich nicht. Oder laufen. In-Service-Software-Upgrade, eine Geschichte voller Missverständnisse. Die Hersteller versprechen, ja, das geht. Und plötzlich brennt alles. So erlebt bei Cisco tatsächlich Anleitung mal vorgegangen, erst den Secondary geupgradet, Secondary bootet, Primary sagt, ich habe mein Secondary verloren und macht alle Links aus. So, also ISSU ist auch
sollte man vermeiden. Genauso wie ein Hersteller ständig behauptet, dass seine Firewalls In-Service-Software-Upgrade-fähig sind im Cluster. Sie haben trotzdem 30 Sekunden Downtime. Das merkt doch keiner. Oh, doch. Wenn das Katzenvideo dann ruckelt? Das Monitoring anzupassen, dass man nur jede Minute pollt, ist ja auch Käse, weil wenn ich in diesen 30-Sekunden-Slot falle, geht ja trotzdem die rote Lampe an. Ach so, Retry. Ja, ja, und dann kommt dann noch so ein Retry mit zwei, also nochmal zwei Minuten warten, bis es dann wieder, dann ist wieder alles grün. Ja. Können wir über Security reden? Vielleicht ist das weniger belastend. Ja, können wir. Macht Proxy-Up aus. Wenn ihr eine Greenbox-Vendor-Kiste kauft, hat die heute bei Default immer noch Proxy-Up an. Weil man das ja nicht deaktivieren kann, weil dann vielleicht manche Netze nicht mehr funktionieren. Ich würde empfehlen, das auszuschalten, denn wenn ihr darauf dependet, dass dieses Feature da ist, ist euer Netzdesign kaputt. Also wenn ihr das ausschaltet und dann geht was nicht mehr, dann wolltet ihr das eh umbauen. Genau. Dann Hosts sollten ein Upstream-Interface haben. Das darf auch gerne ein LACP-Bundle sein, aber nur eins. Sie sollten auch mal eine Default-Route haben. Weil in dem Moment, wo ich dann hinten auf die Idee komme, ja, und dann brauche ich noch das schnelle 10 Gigabit Backup-Netz hinten dran, habe ich wieder das Problem, ja, schmeiße ich die jetzt alle in ein großes Netz? Was passiert denn, wenn mir einer vorne rum irgendwas aufmacht? Ja, genau. Na, das heißt irgendwie so multiple Links und dann stecken wir hinten noch das Backup-Netz und das Management-Netz dran. Das ist irgendwie irgendwann die totale Katastrophe. Ein Interface nach vorne, alle Funktionen darüber, fertig. Ja, bei einer IP-Fabric auch zwei. Also der Gag, ich glaube, die Aussage ist eher, habt Interfaces in ein einziges Netz und habt nicht verschiedene Netze an den Hobeln dran. Also, es sei denn, ihr habt die sauber separiert mit VRFs. Das ist aber auch dann egal, sobald einer die Kiste aufmacht, dann ist er nämlich auch im Netz. Genau, also das ist kein Sicherheitsfeature. Genau. Speaking of Sicherheitsfeature, spielen wir die ganze Zeit schon. Habt Firewall-Regeln und reviewt sie ab und zu mal. Also reviewt sie und habt überhaupt mal welche. Generiert sie automatisch aus Netbox. Ja, habt ihr ja eh. Also, ne? Ja, das Wissen ist ja im Netbox eh drin. Also die Netze und an den Netzen steht ja dran, wofür sie da sind. Das heißt, da kann ich Klassifikationen dann bauen. Die Daten sind ja da. Also holt die per API da raus, schreibt irgendein Skript. Vielleicht gibt es da ja bald mal ein ALF-Plugin für oder so. Mal gucken, könnte passieren. Das dann Regeln generiert. Ja, und regelmäßig nochmal, wenn ihr irgendwas von Hand macht, regelmäßig nachgucken oder regelmäßig wegschmeißen. Weil wegschmeißen ist, glaube ich, ganz gut, weil vor 3 Jahren mal irgendjemand aus der Marketingabteilung kam und irgendeine tolle Software angeschleppt hat, die unbedingt für irgendwas freigegeben werden musste, nach 2 Wochen wieder abgerissen werden musste, aber das Zeug jetzt trotzdem offen ist und auf der IP jetzt euer ERP hängt. Und das plötzlich nach draußen mit der Welt redet, was ihr nicht wollt. Dafür haben wir gerade was gebaut, was es erlaubt, wir sind ja ein reiner Cisco-Shop, ACLs zu schreiben, in denen man entweder Hostnamen einträgt mit einem, ich glaube, Lattenzaun davor oder sowas, oder BCFG2 ist unser Config-Management, aus historischen Gründen da eine BCFG2-Gruppe reinträgt, für welche Hosts das gilt. Und wenn das alles nicht mehr geht, dann mault das und generiert diese Regeln nicht. Das heißt, habt irgendwas, was überprüft, ob die Einträge, die ihr habt, noch relevant sind. Ob der Mann im Marketing das immer noch braucht. Und wenn es den Dienst nicht mehr gibt, dann braucht er es wahrscheinlich nicht mehr. Speaking of Security. Ja. Ich habe mir ja zum Demonstrieren von OSPF und Interoperabilität diese Cisco-Box da aus dem Regal gegriffen im Büro. Hab die einmal nackig gemacht, hab da drauf ein paar IPs konfiguriert, natürlich öffentliche, wir haben sie ja. Und dann habe ich vorhin diese Mail gekriegt. Das ist jetzt doof, weil das ist ein Sicherheitsfeature. Diese Kiste kann jetzt, also jetzt nicht mehr, weil sie aus ist, konnte gestern von außen konfiguriert werden. Voll gut, ne? Ich glaube, ich gehe gleich mal runter zu den BSI-Jungs und sage denen mal Danke. Ja. Die schicken auch öfter mal so lustige Mails rum wie
Da lauscht irgendwie ein Portmap auf deinem Server. Oder du hast da so ein Avahi an, mit so einem MDNS, der Multicast macht und irgendwie Paketverdoppler spielt. Genau, dann bitte, kriegt man bitte, so Mails bitte. Von seinem Upstream, dass auf der Kunden-VM, die man für ein Projekt sponsort, so ein RPC-Server lauscht. Weil man gerade mal ein Software-Update gemacht hat und Debian sagt so, ach, da ist ja ein Portmap-D, den mache ich mal wieder an. Ne? Mhm. Und wenn ihr schon Kisten ins Internet hängt, also Teil der DFZ seid, der Default-Free-Zone, dann seid nett. Exportiert nur die Dinge, die euch gehören. Das regelt ihr bitte mit Filtern. Wenn ihr richtig gut seid mit Filtern und einer Community, dass ihr das Netz auch originaten wollt. Also ich tue das, wir vom Rheinland-Backbone tun das. Das heißt, wir haben eine Filterliste, diese Prefixe schicken wir überhaupt nach außen, sonst nix. Und das tun wir nur dann, wenn es in dieser Liste steht und einen Aufkleber hat, dass wir das auch tun wollen. Vielleicht noch einen zusätzlichen, an welchem Standort. Ansonsten macht man sich nämlich relativ schnell lächerlich und das ist gar nicht so schön. Gibt es ein schönes Dokument, BCP38, das sagt, dass ihr Ingress filtern wollt, also in eurem AS, dass ihr auch nur die Sachen rauslassen wollt, die auf euch gehören. Das heißt, ich möchte an meinem Egress-Point, also an dem Border-Router, möglicherweise RFC 1918 Netze und sonstiges Gerümpel filtern und nur meinen PA-Space rauslassen. Das kann ich auch hart mit einer ACL machen und nicht nur mit einer Route. Das heißt, ich fange nicht plötzlich an, irgendwelchen Multicast-Schrott oder irgendwelche RFC-Netze in meinem Upstream zu schicken. Beziehungsweise kann ich das nicht nur an meinem Egress-Point machen, sondern auch an irgendwelchen Routern generell. Weil ich weiß ja, welches Netz da drauf hängen sollte. Und alles andere davon kann ich einfach wegschmeißen. Das muss ich sogar bei sehr, sehr weit unten in meinem Netz machen, nämlich da, wo ich die Kunden anschließe oder meine lokalen Netze konfiguriere, weil das der einzige Punkt ist, wo ich genau sagen kann, dieses eine Subnetz darf über das Interface reinkommen. Wenn da irgendwas reinkommt, was nicht aus diesem Subnetz ist, macht irgendjemand gerade etwas, was er nicht tun sollte. Ja, BGP-Sessions filtern hatten wir schon, IRA, Internet. Ja, es geht nicht nur darum, das zu filtern, was man selber so announced. Man möchte auch seinen eigenen IP-Space vielleicht nicht von anderen Leuten akzeptieren. Genau, danke. Richtig. Habe ich gerade vergessen. Das haben wir ja, Filters auf der BGP-Session, IRA-Filters, RSPL-Filters, das heißt, die kann ich mir im Zweifelsfall aus der RIPE-Datenbank selber bauen, wo dann drin steht, was meine Peers akzeptieren und ich kann von meinen Peers auch nur das akzeptieren, was die akzeptieren und so weiter. Das wird ein bisschen länglich, das kann man sehr gut automatisieren. Mhm. Ich möchte Bogon-Präfixes filtern, das heißt, ich möchte für meinen Peers keine Multicast-Routen annehmen, ich möchte keine RFC 1918-Netze annehmen. Wir hatten gestern in den Grundlagen so eine schöne Liste mit reservierten IP-Adressen, die will ich alle gar nicht haben. Und ich möchte sogar einen Firewall-Filter auf meinen Border-Routern haben. Ich glaube, das meinte der Kollege gerade eher, dass ich auch keinen Traffic von meinen IPs annehme, der von außen reinkommt. Also, genau. Ich möchte mein eigenes Präfix nicht von außen nochmal lernen, also meine eigenen Routen, und ich möchte auch keine Pakete zu diesen IPs von außen kriegen, weil wenn die da ankommen, dann tut irgendjemand schlimme Dinge. Soweit. Use Communities in BGP, genau. Tag euer Customer, Peerings etc. pp. Hat dem noch jemand etwas hinzuzufügen? Die Welt ist schlecht, das ist die Wahrheit. Ja. Die Welt ist schlecht, aber wir haben Popcorn. Genau. Und jetzt hoffentlich noch alle Zähne. So, Fragen? Keine? Gut. Betretenes Schweigen überall. Nimm mein Mikro, dann hat man dich auch auf dem Stream. Ich habe mich ja nur gemeldet. Mit diesen Firewall-Regeln, reviewt nicht nur die Regeln, guckt auch, dass da keine Syntaxfehler drin sind und die Firewall sie nicht ignoriert. Großer Cloud-Anbieter, Semikolon, zu viel, zu wenig, mehrere 10.000 Memcache-Dinger im Internet. Ihn gemeldet, 4 Wochen später wieder 4.000 neu dazu, weil im Template immer noch falsch und die neuen Instanzen, und da reden wir nicht drüber.
Bei Firewalls und Paketfiltern traut keinen Produkten, die euch versprechen, dass sie aus Hostnamen, die ihr ihnen gebt, damit sie sich das besser merken lässt, dann die Regeln generieren, weil das ist eine blöde Idee. Erst DNS aufzulösen, sprich der äußeren Welt Möglichkeiten zu geben, deine eigenen Paketfilterregeln zu beeinflussen. Ja, vor allen Dingen tun sie diese DNS-Auflösung in dem Moment, wo du die Regel meistens ins Gerät brennst und wenn du zwischendurch mal die IP von dem Gerät wechselst, den Hostnamen aber beibehältst, passiert in der Firewall halt nichts, weil da steht noch die alte IP drin. Glaubt nicht einfach, dass eure Firewall das tut, was ihr konfiguriert habt. Ich habe es jetzt mehrfach erlebt mit zwei verschiedenen Vendors von Switches und Routern, dass eine Firewall-Regel, die eigentlich hätte auf dem Port sein sollen, einfach schlicht und ergreifend nicht auf den ASIC programmiert worden ist. Aufgefallen ist es einmal bei einem großen Netzwerk, wo ich gearbeitet habe, dass es SSH-Login-Versuche gab auf Maschinen von Source-IP-Adressen, die da nicht hätten sein dürfen. Und dann die große Frage war, wo im weltweiten Netz sind diese Pakete bitte in das Internet reingekommen? Da musste man den einen Peering-Router finden, der eben den fehlerhaften Paketfilter hatte oder den fehlenden Paketfilter. Und neulich ist mir das passiert, dass man auf dem LACP-Link einen Link rausgenommen hat, woraufhin dann der Firewall-Filter auf dem Aggregate Ethernet einfach komplett weg war. Den Filter einmal runternehmen auf dieser Vendor-Box und wieder draufsetzen, hat das Problem dann gelöst. Also man weiß eigentlich nie so genau, tut die Kiste wirklich das, was man glaubt, was sie tun sollte. Eigentlich muss man das Blackbox monitoren, ob die Firewall auch wirklich Firewallt. Die Welt ist schlecht. Die Welt ist schlecht. Antje, nimm dir ein Mikro. Doch. Okay, dann nicht. Okay, geht Bier trinken. Ich glaube, ihr habt es nötig.